Ja, meine Freunde, willkommen zurück zu einem wunderschönen, ja, und so, ne? Ja, Rusty Bucket Bay, ihr wundert euch eventuell vielleicht, dass es ein bisschen komisch klingt und die Musik falsch ist überhaupt. Das liegt an einem ganz einfachen Grund, und zwar hat sich irgendwie mein, Mischpult gedacht anscheinend, dass es sich, ja, disconnecten musste, irgendwie, keine Ahnung, was auch immer, oder reconnecten, I have no idea. Auf jeden Fall, naja. Haben wir das Problem, dass ich jetzt Video aufgenommen habe, aber eben kein Ton. Also weder Game Sound noch hier. Ne? Genau. Also weder Game Sound noch meine Kommentare und so. Das heißt, ich sitze jetzt rum und guck einfach mal, was da so ich gemacht habe. super, ne? Also sind so roundabout eine Stunde, etwas über eine Stunde. Also von daher, ja. Ich werde ein bisschen einfach den OST im Hintergrund laufen lassen, und ein bisschen quatschen, ne? Schön. Ja, Rusty Bucket Bay. Ein Level, mit dem ich, relativ, weiß ich nicht, viel verbinde. Klingt doof, aber, ich kann mich sehr gut eigentlich, also das ist eins der Level, an das ich mich sehr gut erinnern konnte. Was Banjo-Kazooie angeht. Klar, die ersten kennt man immer und dann aber halt später die, und dann das ist irgendwie eins, was ich cool fand. Aber irgendwie auch, wo ich sag mal, wo es mir sehr, sehr zum Teil wo ich mich unwohl gefühlt habe zum Teil. Ich habe übrigens gerade gecheckt, ob ich, oder getestet, ob ich da eigentlich runterrutsche, und ja, tue ich. Aber hier gibt es so ein paar Sachen, die mich, wie gesagt, unwohl haben fühlen lassen. Weil ich bin einfach einer, der, wenn ich irgendwie als kleines Wesen irgendwie bei Riesensachen bin, ob es meistens, ne, auch in Videospielen, irgendwie wenn es Schiffe oder sowas sind, das macht mach ich irgendwie ein bisschen, aber kriege so ein bisschen unwohles Gefühl. Aber ja, fand ich auch bei GTA 4 immer so, wenn ich im Hafen da geschwommen bin und dann waren diese dicken Dings, Schiffe, das hat mich immer sehr, ja, habe ich mich immer sehr unwohl gefühlt. So, ja, ich zeige natürlich auch hier gerade das krasseste Gameplay, was es gibt. Ist wild, ne? So. Ja. Ich habe mich auch, ehrlich gesagt, in diesem gesamten Level nicht so professionell angestellt, sag ich mal. Aber ja, wir sind aktuell erstmal noch ein bisschen am rundherum gehen. Ja, die Viecher explodieren. Ne, noch nicht auf dem Schiff. Erstmal ein bisschen was neben dem Schiff. Also drumherum. Ja, ne? Ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll. Außer, dass es heute viel zu spät ist. Und ich eigentlich gar keinen Bock hab. Aber ich habe halt auch nicht so die Lust, jetzt irgendwie das morgen machen zu müssen oder so. Von daher, naja. Oh, Junge, ich mach mal was anderes. Und zwar swappen wir das. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit die gleiche Musik zu hören. So. Ah, das ist ein bisschen Foreshadowing oder so. Ah, Click-Lock-Wood. Ja. Habe ich freigeschaltet. Jetzt in letzter, auch in der Aufnahme. Am Ende quasi. Habe ich dann entsprechend die Dings freigeschaltet. Aber, naja. Das wird dann auch nächstes Mal hoffentlich wieder gut funktionieren und richtig sein. Ja. So. Also. Ach ja. Also, das Ding ist an diesem Level,
Du hast halt das, dieses Special Feature, dass das Wasser drumherum so eine übelste Plörre ist, dass dich halt, wodurch du entsprechend durchgehend Atmung verlierst, also Luft verlierst und am Ende, also beziehungsweise du tauchst auch doppelt so schnell Luft verlierst, was halt entsprechend dann zum Teil ein bisschen anstrengend ist. So. Aber ja. Das ist, glaube ich, jetzt der erste Jiggy, den wir uns holen. Jiggy. Zack. So. Ham. Ja. Genau. Jetzt sind wir gerade auf dem Schiff. Ein Ünkam Okam. Und die Viecher sind wie fies, weil die schnappen nach einem. Also nicht alle, aber einige. Hier geht es in die Kombüse, glaube ich. Da spreche ich, glaube ich, sogar rein. Ja, mache ich. Gucke mal. Wir haben auch nicht mehr viel Leben. Nämlich einen einzigen Lebensdings. Das war sehr knapp übrigens. Und da brennt's. Ich hab's leider nicht geschafft, das Ding zu kriegen. Die Erdplatten da sind auch heiß, da darf man natürlich auch nicht. Ja. Jetzt muss ich erstmal herausfinden, wie man das, wie das nochmal war mit Dings. Mit den goldenen Federn. Wir sind halt, ich habe letztens am Ende quasi richtig viele dieser scheiß Federn vergeicht. Ah, ich bin gestorben. Wieso bin ich da gestorben? Ich hatte noch zwei. Naja, aber das ist eine Sache, die mich halt hier in dem Spiel gerade auch in der Situation ein bisschen genervt hat. Und zwar, du verlierst halt alles. Also, außer die Dings, die du schon gesammelt hast. Außer die Puzzleteile, die man gesammelt hat. Das ist halt sehr suboptimal. Ich habe heute so oft suboptimal gesagt. Jetzt geht's noch, weil ich es noch nicht gesagt habe. Also weil alle Aufnahmen ja weg sind. Aber das ist halt sehr ungeil. Also das macht, finde ich, echt nervig. Weil, ja, es ist einfach nervig. Also die ganzen Noten und so weiter. Vor allem halt später wird man sehen. Wenn man normal stirbt, finde ich, ist das noch so vertretbar, weil du sagst, ja, ist halt so. Da unten sehen wir übrigens schon den Eingang zu diesem wunderschönen Haus. Na, also wie gesagt, das ist halt, da merkt man das noch, oder da hast du eben noch nicht das Problem. Nee, wenn du stirbst, dann bist du halt selbst schuld, weil du halt einfach unvorsichtig warst. Aber, also einfach, wenn du auf null Leben droppst, so rum, dann bist du halt einfach unvorsichtig gewesen und dann finde ich, ist das auch okay, dass du dann da quasi neu starten musst. Das ist, finde ich, fein. Wobei ich gesagt hätte, ich fände es okay, wenn sie gesagt hätten, oder fände es besser eigentlich sogar, wenn sie gesagt hätten, okay, wir machen das halt so, dass man abhängig davon, also wenn du noch mit einem Leben, dass du einfach dein Leben verlierst und dann eben aber weitermachen kannst, einfach wo du stehen geblieben bist, aber am Start neu starten musst. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sowas wie alles, was man quasi normalerweise machen müsste, nochmal oder so, also die ganzen, zum Beispiel da, das da nochmal machen muss und so, das wäre okay, aber dass man halt zum Beispiel die ganzen Noten, dass du die nicht nochmal sammeln musst. Also das ist sozusagen einfach nur die Noten nochmal, dass nur die Noten quasi bleiben und dass du die dann, sobald du, also das ist das Einzige, was halt quasi sich ändern würde, dass die Noten eben auch gespeichert werden, außer du hast eben keine Leben mehr. Das passiert halt relativ selten, würde ich jetzt aber mal sagen. Ich glaube, okay. Ja.
Das fände ich ein bisschen schöner, aber es ist natürlich ein altes Spiel, ne? Da war das, waren die Sachen alle noch ein bisschen anders geregelt. Sagen wir es mal so. Das war richtig spannend. Dass ich da nicht. Ja. Gut. Ja. Die Container, in denen wir sind, sind ganz schön, ich sag mal, groß. Das sind so diese Harry Potter Dings, ne? Diese Harry, sind Harry Potter Container, aber guck mal, wie klein die von außen sind. Naja, da sind Eier zwischen. Habe ich aber nicht geholt, weil, wofür? Hier auch nochmal rein, so. Gut. Da ist ein TNT. Die Dinger sind richtig nervig. Weil den kannst du echt kaum. Also ich glaube, wie man es machen könnte, wäre mit Eiern. Ich habe es, glaube ich, versucht. Aber, naja. Hab halt drei Schaden genommen. Ja. Da ist aber auch echt nicht viel drin, ne, in diesem Container. Außer drei explodierende Kisten. Ein paar Noten auf Eier. Ich bin ein bisschen müde. Das tut mich voll sorry. Aber war wieder ein längerer Tag heute. Und eigentlich hätte ich. Wollte ich ins Bett gehen, aber naja. Wow, das war ein spannender Track. Oh, Mad Monster Mansion. Ja, das war sehr erfolgreich. Das war noch erfolgreicher. Jinjo! Whee! Absolut nicht die richtige Musik, aber hey. Die richtige Musik haben wir am Anfang gehabt. Deswegen. Hat mich auch ein bisschen. Ist immer noch ein bisschen nervig, muss man ehrlich sagen. Das die ganze Zeit zu hören. Also, ich habe es ja fast eine Stunde lang gehört. Also, ich glaube, 51 Minuten war ich hier in dem Ding. Dann habe ich halt noch die restlichen, was auch immer, gemacht. Ich bin dann, glaube ich, durch die Gegend gestiefelt und musste erstmal googeln, wo man eigentlich, oder wie man eigentlich dieses blöde Puzzle freischaltet für Clicklockwood. Weil ich dachte halt die ganze Zeit, ja, okay, vielleicht muss ich in jedes Level mal rein, dann kriege ich da irgendwie ein bisschen, ne, komme ich da raus, vielleicht habe ich dann, ne, vielleicht, dass man halt in jedem Level, eine gewisse Anzahl an, oder mindestens eine Note, Quatsch, Note, mindestens eine, ein Puzzleteil sammeln muss, weil ist jetzt nicht das die Schwierigkeit. Da hätte ich dann gedacht, ja komm, dann wird das freigeschaltet. Nee, wird's nicht. Du musst quasi, das wird man noch sehen, bei Clicklockwood, also beim Eingang von Clicklockwood, da wo ein entsprechender Eingang genommen ist, da ist quasi im Vorbereich, da wollte ich nicht nochmal rein, im Vorbereich ist quasi noch so ein bisschen Dingensens, wo du halt hoch kannst. Also, wo du hoch kannst und dann ist ja da so ein Knopf und der aktiviert das dann Ganze. So. Ja. Ach ja. Aber ich bin zum Glück, dadurch, dass ich das natürlich schon gespielt habe, habe ich jetzt nicht das Problem, dass ich mich wieder über die Kamera aufregen muss. Oder auch nicht nur die Kamera, sondern alles Mögliche. So, dann gehen wir hier unten rein. Weil, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt. In dieser Brühe braucht man zweifach Luft. Wir sehen uns da. Ach ja, das war ja das, was ich nicht hab durchlaufen lassen. So, hier drin, ja, ist jetzt nicht ganz so viel. Ich glaub, war hier ein Jinjo? Ich weiß nicht. Ah, hier sieht man gleich meine wunderschönen, diese Dinger sind auch immer so. Ich wurde halt sehr oft von irgendwelchen Gegnern überrascht. Beziehungsweise habe damit aber null gerechnet und so. So. Da vorne ist noch so ein Ding. Der Kollege hier wird einmal mit einer Stampfattacke weggeschmettert. Boing. Die goldenen Dinger. Ich glaube, ich habe gerade gar keine goldenen Federn mehr. Das ist so ein bisschen. Ja,
Das war erfolgreich. Ach ja, ich muss ehrlich sagen, also ich mag das Spiel ganz gerne, grundsätzlich, aber, naja, es ist halt doch nicht so optimal gealtert, ne? Also die Steuerung fühlt sich doch an vielen Stellen sehr hakelig an, sehr altbacken natürlich, weil ist halt sehr alt, das Spiel logischerweise,